zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Devious Dungeon. Die Entwickler waren also lieb, mir das zuzuschieben. Das Ganze möchte ich jetzt mit euch blind testen und es ist ein 2D-Plattformer. Von dem, was ich bisher dazu gesehen habe, erinnert es mich ein bisschen an Rogue Legacy. Aber mal gucken. Es kommt auf jeden Fall am 30. Mai raus und wir gucken einfach mal. Controller Support hat er schon mal, das ist gut. Sowas spiele ich eher mit Controller. Wie die Geschichte erzählte, erwartete Hilltop Castle dunkle Zeiten. Den Pixeldrachen. Ein uraltes Übel ist erwacht in den Katakomben unter dem Schloss. Der Pixelkönig schickte alle seine Männer, um das Böse zu vernichten, das da lauerte. Lauert. Aber der Kerker ist tödlich und ständig in Bewegung. Also es sind random generierte Räume. Nur ein wahrer Champion wird in der Lage sein, den Tag zu retten. Das ist anscheinend kein Magier. Königshof, okay. Also das ist Springen, das ist Lage, man kann es gedrückt halten und sich dabei noch bewegen. Okay. Oben ist die Karte. Das ist auch Angreifen. Da gibt es bestimmt auch später verschiedene Angriffsarten. Mal gucken. So, dann haben wir Lebenspunkte 24 und Gold 0. Der schlechteste Narr aller Zeiten. Was passiert, wenn ich den... Nein, okay. Drücke A, um Waren von Olaf zu kaufen. Ich habe gar kein Gold. Hat er gerade gesagt, ich war mal ein Abenteurer, dann habe ich einen Pfeiler bekommen? Level 1. Tutorial. Halte A gedrückt, um höher zu springen, ja. Halte X gedrückt, um seine Waffe zu schwingen. Einfach alles kaputt hauen. Drücke runter und A, um runterzufallen. Also soweit ist die Steuerung identisch mit allen anderen Titeln, was auch immer ganz gut ist. Warte, das hat jetzt meine HP nicht das Maximum erhöht, sondern einfach nur geheilt. Hätte ich also Schaden genommen. Und Max HP kriege ich wahrscheinlich nur durch den Level-Up. Halte Ausschau nach versteckten Bereichen. Also kommt jetzt ein versteckter Bereich. Genau. Bloop. Ein Rubin. Wenn du dich verirrst, hast du dann eine Karte. Ja. So mit Wall, Fog of War und allem. Exp habe ich gerade gesehen. Ah, oben die Levelanzeige. Sehr gut. Besiege Gegner, um Erfahrung zu halten. Jo, verständlich. Finde in jedem Level den Schlüssel, um das Portal zum nächsten Level zu öffnen. Aufgabe fertig. 30 Bucks. So, jetzt ist das erste richtig random Dingens und überhaupt. Fortschaden genommen. Mal kurz schauen, ob hier vielleicht... Nein. I see you. Am Timing muss ich noch arbeiten. Das, irgendwo ist ein Skelett. Was macht der mit Höhenunterschied? Ist egal, ich bin gleich tot. Schwupp, schwupp. Achso, das ist einfach nur eine Statue von mir. Ja. Natürlich stehen überall Statuen von mir rum. Ich bin der Held der Zukunft.
wissen die Statuenmacher schon. Immer zurück. Gibt's vielleicht irgendwo eine Blondine, die ich retten kann für ein paar extra Herzen? Aufgaben angucken. Oh, das Portal ist unten rechts. Also es könnte einfach nur so eine Art Steam Achievement sein. Wenn ich das zufällig mache, kriege ich auch gleich noch Erfahrungspunkte dafür. Level up. Ich hätte gern... Oh, sehr schön. Level up. Also normalerweise mag ich das ja nicht, wenn Level up gleich die HP komplett regenerieren. In einem RPG ist das doof, aber hier ist es völlig okay. Vor allem, weil es mir gerade hilft. Also ich erhöhe dann mal Stärke, damit ich mehr splittern kann. Das heißt, jetzt sollte ich vielleicht auch gar nicht mal sofort zum Portal gehen, weil ich eh wieder voll AP habe, sondern eher das Level weiterkommen. So wegen Secrets und dergleichen. Und mehr Kohle, um dann auch gleich eine ordentliche Waffe zu kaufen für den zweiten Run. Secret. Also bisher nicht wirklich irgendwas Besonderes. Ich finde die schlechte Grafik sehr charmant, weil es halt stimmig ist. Aber es muss definitiv noch schön viel mehr Feature haben. Also was jetzt Todessystem angeht und Ausrüstung und dergleichen. Um es auch wirklich längerfristig interessant zu gestalten. Wo bist denn du? Doom-Auge. Stimmt. Karten, Leute. Ganz schön groß. Achso, das ist ja schon die zweite Etage. Okay. Level up. Crit. Ich bin in keinem Spiel Fan von Crit. Das ist immer Glück und Glück ist, nicht fix. Ausrüstung gibt es anscheinend wirklich nur beim Schmied direkt und nicht random irgendwo im Land. Ich hatte bisher Pech. Komm nicht hoch. Also ein bisschen mehr Auswahl, was jetzt Loot angeht, wäre ganz toll. Also dass in den Vasen nicht nur immer Münzen und ganz selten mal ein Heiltrank drin ist, sondern vielleicht auch noch Waffen oder so ein Mini-Erfahrungspunkte-Ding. Ne? Allgemein bin ich ein Fan davon, wenn es ein bisschen mehr Loot gibt als immer nur Standardkram. Das kann man auch kaputt hauen. Ah, hier, Aufgaben, nehmen wir noch das da. Besiege 5 Goblins, besiege 5 Skelettschützen, zerstöre 15 Vasen. Nein, ich wollte aus dem Dingens rausgehen, nicht aus dem Leben. Was macht er jetzt? Okay, es hat einfach so getan, als wenn ich rausgegangen wäre, was ich ja auch bin. Kann ich denn hier irgendwas Neues machen? Nein. Ja, schade. Ich kaufe mir nichts Neues, weil mir 11 popelige Münzen wählen. Bronzering macht Ausdauer. Ich brauche keine Ausdauer. Ich spare mein Geld. So, ich muss jetzt Level 1 wieder anfangen.
Aber das war jetzt kein Tod. Also ich sollte für euch, auch mal testen, was passiert, wenn man stirbt. Aber es passiert schon früh genug, wenn ich aus Versehen wieder wegklicke. Das ist jetzt sogar ziemlich früh genug. Da, mehr Stärke. Mal hin. Oh, das Beil ist noch nicht aufgedeckt. Da ist nix. Runter gucken kann man nicht, ne? Ja, okay, schade. Das ist noch ein ganz nettes Feature, was manche Spiele dieser Art haben. Dass man halt so ungefähr gucken kann, was unter einem ist. Also wegen Stachelfallen und so. So, ich habe jetzt Schlüssel. Zeigt mir trotzdem nicht das Portal an, okay. Rein. Neue Gegnerarten vermute ich mal erst ab Level 4. Level 4 scheint so ein Schwelllevel zu sein, weil es doch Portalen gibt. Okay, Ausgang wäre schon mal hier. Zu Level 3. Ja, okay. Wir haben gelernt, Stacheln sind nicht tödlich. Tun nur weh. Hi, bye. Ausgang oben. Nur noch 11 HP. Ich denke, das mit dem Tod werde ich euch gleich zeigen können. Also ich bin mir nicht ganz sicher über die Reihenfolge, aber es kam mir so vor, als wäre ich gestorben, hab gleichzeitig den anderen Typen umgebracht, hab dadurch ein Level abbekommen und bin dann doch nicht gestorben. Aber wahrscheinlich war ich einfach nicht auf 0, sondern irgendwie auf 1 oder 2. Okay, kommen wir so noch auf Level 4. Auch wenn ich gestehen muss, so super spannend finde ich es bisher nicht. Gucken wir mal noch, ob sich das radikal jetzt verändert. Oh, was Neues. Olafs Wahn. Okay, hier können wir genau wie in der Stadt einfach nur Waffen einkaufen. Ja. Also Waffen haben auch schon mal ihre eigenen Grafiken. Ich habe auch gesehen, dass die Rüstungen am Charakter optisch wirklich auch dargestellt werden, was schon mal ein Vorteil ist zu Rogue Legacy. Da sahen ja wirklich alle Ritter fast identisch aus. Eine Heilung kaufen beim Priester. Natürlich kostet ein Priester Geld. Gierigen Sack. Aber nein, will ich nicht. Okay, Level sieht schon mal anders aus vom Hintergrund. Die Gegner sind aber dieselben. Also sowohl Gegner als auch zerstörbare Objekte. So, jetzt kommt der Tod, den ich zeigen wollte. Weil
das Level-Up ist noch nicht so weit. Und tot. So, was passiert? Du bist gestorben. Geldbonus 152. Auferstehen. Ha. Wir verlieren keine Level. Wir verlieren kein Gold. Wir müssen einfach nur noch mal reinrennen. Ja, gut. Das ist also kein Permatod. Das wird manche freuen. Andere finden das gerade den Charme bei sowas. Das muss jeder selber wissen. Ich persönlich werde nicht weiterspielen, weil ich bin eher der Rogue Legacy-Vertreter. Aber ich hoffe, für euch war es zumindest ein kleiner Einblick in das Spiel, das am 30. rauskommt. Ich gehe mal stark davon aus, dass in den höheren Leveln noch andere Gegner kommen und vielleicht der Hintergrund sich verändert. Aber allgemein scheint nicht so super viel Content drin zu sein. Es kann sein, weil ich jetzt noch eine Presseversion spiele, das kommt ein bisschen was hinzu. Müsst ihr halt im Auge behalten und dann selber wissen, ob ihr für vielleicht nicht doch nicht so viel Content euer Geld ausgeben möchtet. Gut, dann bis die Tage und viel Spaß bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.